sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Birgit Frankan, ich bin die Verlagsleiterin vom Überreuter Verlag und ich darf heute mit Ihnen hier ein großartiges Buch aus der Taufe heben. Ich darf auch heute hier die Moderation übernehmen und ich würde vorschlagen, ich beginne jetzt mal damit, unsere Teilnehmer vorzustellen. Beginnen wir mal gleich mit der Autorin. Liebe Birgit, Frau Dr. Birgit Kofler-Betschart, wir freuen uns sehr, dass du das Buch bei uns gemacht hast. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dein Vertrauen bedanken. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Und ja, was kann man über dich sagen? Du bist höchst erfolgreich im Gesundheitsbereich. Du bist Autorin, nicht nur bei uns, sondern von einigen Publikationen. Du bist Journalistin, du bist Kommunikationsberaterin und außerdem erfolgreiche Zeitschriftenverlegerin im Gesundheitsbereich. Habe ich was vergessen? Passt. Super. Und wie gesagt, großartige Autorin eines hoffentlich Long-Sellers, wie man so schön sagt bei uns. Dann darf ich gleich weitergehen. Frau Professorin Gutierrez, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Sie sind Psychotherapeutin, Sie sind ehemalige Vizerektorin der MedUni Wien und Ihr Schwerpunkt ist das Thema Gleichbehandlung. Gleichbehandlung von Frauen, wo wir dann später nochmal sehr ausführlich darüber sprechen. Außerdem sind Sie Preisträgerin des Käthe-Leichter-Preises. Das fand ich ganz, ganz toll. Ehrlich gestanden, ich wusste, nachdem ich nicht im wissenschaftlichen Bereich so tätig bin, wusste ich gar nicht, was es bei uns alles so gibt. Und das ist toll, das ist der österreichische Staatspreis für Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung in der Arbeitswelt. Und außerdem kennen wir, glaube ich, alle Ihre Stimme von Ö1. Sie sind Moderatorin beim Radiodoktor. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, und der Herr in unserer Runde, herzlichen Dank, dass Sie da sind, Herr Professor Dr. Herwig Cech. Sie sind Professor für Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der medizinischen Zeitgeschichte. Also auch etwas, was wir nachher noch behandeln werden, was sehr viel mit unserem Thema zu tun hat. Außerdem sind Sie Co-Projektleiter eines Forschungsprojekts Hirnforschung an Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Kontext nationalsozialistischer Unrechtstaten. Das ist auch etwas, was einen sehr engen Zusammenhang mit unserem Buch hat, wo wir auch noch darauf zurückkommen werden. Ja, außerdem haben Sie eine tolle Karriere natürlich auch gehabt. Sie waren im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und so weiter. Ich glaube, allen unseren Herrschaften hier könnte man noch viel, viel erzählen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie da sind. Ja, und jetzt auf zu einer weiteren tollen Frau, Cecile Vogt. Ich möchte einfach beginnen mit einem Satz, der eigentlich auch ganz am Anfang steht in der Einleitung und eigentlich aber ein Schlusssatz war. Nämlich ein Satz, der aus dem Nachruf von Cecile Vogt war. Cecile Vogt war die erste Frau, die auf dem Gebiet der Hirnforschung Weltruhm erlangt hat. Mit diesem Satz endet ein Nachruf eben auf Cecile Vogt vor 60 Jahren im Mai 1962. Liebe Birgit, wie bist du auf Cecile Vogt gekommen? Wie kam das und wie kamst du dem Buch? Bitte erzähl uns ein bisschen. Ja, bevor ich darauf eingehe, auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle, an Sie, an euch. Ich freue mich sehr, dass Sie hier da seid und vielen Dank auch für meine BegleiterInnen, für die Runde, die wir da jetzt in den nächsten Dreiviertelstunde absolvieren werden. Aber gleich zurück zur Frage. Ja, das ist eine gute Frage, weil eben, wie es ja jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet wurde, Cecile Vogt, obwohl sie eine großartige Frau in vieler Hinsicht war, eigentlich völlig in Vergessenheit geraten ist. Ich kannte sie auch nicht. Ich habe eigentlich so zwei Zugänge gehabt. Das eine war, dass ich mich immer schon sehr interessiert habe und sehr fasziniert war von so Pionierfrauen. Also Frauen, die auf einem bestimmten Gebiet was Neues, was Besonderes geleistet haben. Ich sehe da eine liebe Freundin sitzen, die hat mir mal so ein Postkartenbüchlein geschickt, das den Titel hat Women Who Dared. Also Frauen, die so als Erste sich was getraut haben. Und das ist eigentlich so etwas, was mich sehr fasziniert. Ich dachte, von den berühmten Frauen gibt es schon viele Bücher, bis ich dann mal auf einem Neurologenkongress, wie komme ich als Nichtärztin auf einen Neurologenkongress,
unsere Agentur, die ich mit dem Roland Petschert seit 2,5 Jahrzehnten betreibe und leite, hat viele, viele Jahre neurologische Gesellschaften betreut, österreichische, europäische, internationale. Und auf seinem Neurologenkongress international kam mir die Cécile Vogt einmal unter. Da hat jemand einen Vortrag gehalten über sogenannte Eponyme, also Krankheiten, neurologische Erkrankungen, die nach bestimmten Personen benannt sind. Und da ging es eben auch ums Vogt-Syndrom und die sozusagen zeitliche politische Einordnung. Das hat mich irrsinnig interessiert, weil man gedacht hat, von der Frau habe ich noch nie gehört und das klingt so spannend. Und je mehr ich mich dann sozusagen ins zunächst spärliche und dann doch bessere Material vergraben habe, desto klarer war mir, dass das eine unglaublich spannende Frau ist, ein unglaublich spannendes Leben ist, eigentlich ein Drehbuch. Ich konnte dann auch in die Archive zum Glück, es war ja zu Corona-Zeiten nicht immer so ganz einfach, wir haben viel darüber geredet, dass wir immer warten mussten. Und eigentlich, je mehr ich mich vertieft habe, desto klarer war mir, das ist eine Frauengeschichte, die ich gerne erzählen will. Ich freue mich sehr, dass ich dann in dir jemanden gefunden habe, der auch gleich gesagt hat, toll, tolles Buch. Warum? Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die 200 irgendwas Seiten zusammenfassen, sonst kommen die beiden nicht mehr zum Reden, aber einfach um so ein paar Stationen vielleicht zu sagen, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Also, da ist eine junge Frau, die sitzt irgendwo in Frankreich in der Provinz, nicht einmal in Paris. Tochter einer Witwe, die selber gar keine Bildung hat, die eine Näherin ist. Schafft es irgendwie gegen alle Widerstände zu einem Baccalaureat, also zu einer Matura zu kommen, obwohl sie nicht einmal ins Gymnasium darf, weil das Buben vorbehalten ist. Schafft es nach Paris, schafft es an die Uni. Kriegt dann zwischendurch ein Kind, ein uneheliches, Katastrophe 1800. Weiß ich nicht, 91 oder so, macht weiter, lässt sie nicht beirren, wird Assistentin bei einem großen Hirnforscher, kommt dann, weil sie den Oskar Vogt kennenlernt, ihn auch heiratet, kommt ins Berlin des Jahres 1899. Sie ist schon fertig ausgebildete Neurowissenschaftlerin und dort dürfen die Frauen überhaupt noch nicht an die Uni. Sie erlebt die Kaiserzeit, sie lebt in Berlin des Ersten Weltkriegs, wo sie unglaublich angefeindet wird, schon weil sie Französin ist. Sie muss sich durchsetzen, weil sie zu Kongressen nicht einmal gehen darf, ihre eigenen Forschungsergebnisse vorstellen, weil das nicht vorgesehen ist, weil das nur Männer dürfen. Sie erlebt die Weimarer Republik, kennt spannende Leute, ist mit vielen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten befreundet. Als sie es endlich schaffen, die beiden Vogts, eigentlich ihr Lebenswerk und ihre Lebensidee zu verwirklichen, nämlich in Berlin Buchheim ein riesiges, also das damals modernste und größte Hirnforschungszentrum der Welt zu gründen, können sie das gar nicht lang genießen, diesen Erfolg, weil 3 Jahre später kommt die sogenannte Machtübernahme, kommen die Nationalsozialisten und sie sind sofort ein besonders gehasstes und angefeindetes Paar. Wahlweise sagt man, sie sind Kommunisten oder sie wären weiße Juden, also so ein grauslicher Propagandabegriff, um halt Leute irgendwie. Und also es wird sehr eng, es wird sehr schwierig und sie kam dann, also in der ganzen Zeit, aber bis dahin haben sie immer großartige Unterstützung, außeruniversitäre Forschungsmittel, ausgerechnet, obwohl sie Pazifistin ist, obwohl sie Linke sind, ausgerechnet von der Familie Krupp, also das ist auch eine spannende Facette. Diese Familie ermöglicht ihnen dann auch, sich in den Schwarzwald in ein kleineres privates Forschungszentrum zurückzuziehen, wo sie weitermachen. Dann ist der Zauber vorbei. Man glaubt, in der Nachkriegswelt würde vielleicht irgendjemand kommen und ihnen sozusagen diesen Schaden vielleicht gut machen oder zumindest würdigen, dass man sie aus ihrem Lebenswerk vertrieben hat. Das Gegenteil ist wahr, sie sind wieder angefeindet, sie geraten in die Fronten des Kalten Krieges. Letztlich nach ihrem Tod, obwohl sie so eine international auch so anerkannte Frau war, ohne unzählige Preise gekriegt hat, für den Nobelpreis x-mal nominiert war, gerät sie dann eigentlich völlig in Vergessenheit. Ein bisschen was gibt es dann noch über Oskar Vogt, aber sie läuft dann noch bestenfalls mit sozusagen als Mitarbeiterin. Und genau das wollte ändern und wollte einfach die
die Frau, sozusagen in Vergessenheit geratene Frau, Forscherin, tüchtige, mutige, politische Frau, Mutter von drei Töchtern, die zu dem Zeitpunkt es geschafft hat, so einen Spagat zu machen, die wollte ich einfach bekannter machen. Und ich hoffe, das wird über das Buch gelingen. Ich glaube, es wird sehr gut gelingen. Es ist ein tolles Buch geworden. Ja, da sind jetzt schon sehr viele Stichworte gefallen. Ich möchte vielleicht jetzt noch mit einem wieder beginnen. In dem Buch kommt etwas vor, der sogenannte Matilda-Effekt. Der Matilda-Effekt, liebe Damen und Herren, ich darf es vorlesen, es besagt, dass je mehr eine Frau arbeitet, desto mehr die Männer in ihrer Umgebung davon profitieren und desto weniger Anerkennung ihr selbst zuteil wird. Liebe Frau Professorin Gutierrez, jetzt sind wir beim Thema Frauen. Wir haben jetzt gerade gehört, sie stand zeitlebens im Schatten ihres Mannes, sie war eine tolle Wissenschaftlerin, sie war für zahlreiche Preise vorgeschlagen, aber trotzdem war sie als Frau nicht gleichberechtigt. Wie war denn das, oder damals und heute vielleicht, wenn wir das beides ein bisschen anschauen können? Naja, erst einmal vielen Dank an die Birgit, dass sie sich dieses Themas überhaupt angenommen hat, weil ich glaube, zunehmend lernen wir ja über diese vergessenen Frauen nur dadurch, dass sich jemand wirklich sehr intensiv damit beschäftigt und wirklich recherchiert. Und ich habe das ja auch auf der MedUni ein bisschen gemacht und da gibt es ganz viele Frauen, die plötzlich auftauchen, deren Namen man gar nie gehört hat bis dahin. Ja? Also vielen Dank zum Ersten, dass du dir diese Arbeit gemacht hast. Die Cécile Vogt ist eigentlich für ihre Zeit ein sehr typisches Beispiel aus meiner Sicht. Sie hat natürlich, das hast du jetzt so ein bisschen überflogen, aber sie hat natürlich schon Ressourcen gehabt, finanzielle. Nicht? Sie konnte sich leisten, eine Privatunterricht sozusagen, um das zu kompensieren, dass sie ja nicht ins Gymnasium gehen konnte. Das ist bei vielen Frauen aus dieser Zeit auch sichtbar, dass die diese Möglichkeit hatten, also aus dem guten Bürgertum letztendlich entstanden sind. Und dass eben viele Frauen in dieser Zeit eigentlich hinter ihren Partnern, ich meine, eine ganz wichtige Geschichte, über die man noch wenig weiß, ist ja die erste Frau von Albert Einstein, der man ja quasi nachsagt, dass sie, die war eine gute Physikerin und Mathematikerin, dass er eigentlich sehr viel im Diskurs mit ihr, darüber gibt es leider sehr wenige Unterlagen, sehr wenige wirklich harte Unterlagen, die das beweisen. Aber ja, es war sicher typisch, wenn ich daran erinnern darf, in Österreich durften erst ab 1900 und Preußen und Österreich, das waren die zwei großen Nachzügler in der Frauenfrage bezüglich Wissenschaft, ab 1900 Medizinstudium, 1919, 1920 erst Jusstudium in Österreich, ja, Frauen zugelassen. Also das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Und alle diese ersten Frauen haben sehr außergewöhnliche Geschichten gehabt und sind letztlich auch ein bisschen wie die Cécile Vogt sehr, sehr davon abhängig gewesen, einen Mentor, einen männlichen Förderer zu haben. Ja, das war sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ihr Mann war ja sehr autoritär, der Oskar Vogt, aber sie hat es irgendwie in einem Aushandlungsprozess geschafft. Wenn wir den Bogen ziehen, wie wir es heute sehen oder wie heute die Lage ist, dann muss man sagen, natürlich, wir dürfen zu Kongressen gehen, wir Forscherinnen, ja, wir dürfen auch publizieren, aber wenn man sich sozusagen die Forschungslandschaft anschaut, dann muss man doch sagen, dass Frauen noch immer sehr im Hintertreff ist. Wir haben mehr als 50% Studierende an den Österreich, also weibliche Studierende, und wir haben 24% Professorinnen. Das heißt, die Glasdecke, ja, die es da noch immer gibt für Frauen, um Karriere zu machen, ist sehr, sehr dick. Und da gibt es viele, da kommen wir vielleicht nachher eh noch darauf zurück auch, aber da gibt es ganz viele Untersuchungen, warum das so sein kann. Und es hat in allererster Linie immer noch mit vielen Vorurteilen zu tun. Aber ich glaube, das wollen Sie dann vielleicht später oder passt es Ihnen jetzt gerade auch, weil ja das auch ein bisschen mit der Geschichte der Cécile Vogt, sie hat den Möbiuspreis bekommen. Und Herr Dr. Möbius, Herr Dr. Paul Möbius ist besonders durch ein Buch bekannt geworden, nämlich über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Das hat er so um 1900 geschrieben. Und damals hat es ja einen großen ideologischen Kampf gegeben darüber, ob Frauen studieren sollen, ob sie überhaupt ins Gymnasium gehen sollen, aber auch, ob sie studieren sollen.
Und Möbius hat gesagt, nein. Ja, also das natürlich, weil physiologischer Schwachsinn, Frauen sind für vieles andere geeignet, sie sind so empathisch, sie können sich gut sorgen um alle, aber sozusagen intellektuelle Fähigkeiten haben sie nicht. Und jetzt denken wir, das war so um 1900 und es gibt ein ganz berühmtes Beispiel aus dem Jahr 2005, das war der Rektor von Harvard, Larry Summers, der auch Minister war, amerikanischer, und der hat auf einer Tagung gesagt, ja, also das mit den Frauen, die haben da keine Fähigkeiten in Mathematik und Physik und in den Naturwissenschaften, das muss man einfach klar so sagen. Das war 2005, glaube ich. Er wurde daraufhin, die Konsequenzen waren andere als beim Herrn Möbius, er wurde sofort als Rektor abgesetzt und es ist eine Frau Rektorin geworden, quasi als Gegenspiel. Und es gibt ein noch sehr interessantes Beispiel, weil jetzt nähern wir uns der heutigen Zeit, aus dem Jahr 2018. Ein italienischer Physikprofessor, der am CERN in der Schweiz gearbeitet hat und der just an dem Tag, an dem der Physiknobelpreis vergeben wurde, den damals seine Frau bekommen hat, gesagt hat, er findet das eigentlich unerhört. Physik ist von Männern erfunden worden für Männer. Und dass man da jetzt irgendwie versucht, auch Frauen hineinzuziehen, das ist eine Diskriminierung von Männern. Das hat er ziemlich wortwörtlich so gesagt. Also wenn wir uns diesen Bogen spannen, ja, jetzt über mehr als 100 Jahre, dann muss man sagen, natürlich, die meisten machen es nicht mehr ganz so plump wie der Herr Möbius, sondern machen es ein bisschen subtiler. Aber es gibt schon auch noch diese plumpen Ansagen von durchaus hochrangigen Forschern, ja, die also immer noch ein bisschen auf dieser physiologischen Schwachsinnsebene eigentlich dahin schwurbeln irgendwie. Und das, obwohl... Und da war Cecil Vogt auch eine der Ersten, weil sie hat ja schon damals dem Möbius auch widersprochen und hat gesagt, also aus ihren Forschungen kann man das jetzt überhaupt nicht ableiten, dass Frauen irgendwie intellektuell schlechter dran sind quasi als die Männer. Und mittlerweile gibt es also ganz viel Forschung zu diesem Thema. Und man weiß zwar, dass das Volumen, das Gehirnvolumen der Männer ein bisschen größer ist, aber das hat damit zu tun, dass Männer überhaupt größer sind und mehr Muskelmasse haben. Es sind auch die Nieren ein bisschen größer von den Männern als die Nieren von den Frauen. Aber dass das sozusagen nichts mit der Funktionalität zu tun hat. Und mittlerweile weiß man auch aus den neueren Hirnforschungen, dass auch diese Lateralität, ja, dass man immer gesagt hat, bei den Geschlechtern gibt es Differenzen über die Funktionalität der Hirnhälften. Auch das konnte eigentlich gar nicht bestätigt werden. Ja, also ich kann Sie alle beruhigen und uns alle beruhigen. Der physiologische Schwachsinn ist vielleicht ein Wunschdenken von so manchen, aber er konnte tatsächlich wissenschaftlich nicht bestätigt werden. Sind wir sehr froh. Sind wir sehr froh. Und es ist auch nicht, also du hast das jetzt eh gesagt, das fand ich eine der spannenden Dinge, dass ich in diese Debatte um dürfen Frauen studieren, dürfen Frauen Dozentinnen werden, das war ja dann die heiße Geschichte. Also erst hat man mal zugelassen, dass sie in die Uni müssen, da haben sie sich eh schon, haben sie die Grausbirnen gekriegt und dann wollen die auch noch Dozentinnen werden. Und dann in die Debatte hat sie sich eben dann eingemischt und hat gesagt, na, da gibt es Hirn, also sozusagen politisch eh klar, aber auch hirnphysiologisch ist das alles Unsinn. Und eigentlich haben wir ja bis heute, du hast jetzt tolle Beispiele genannt, die ich zum Teil gar nicht kannte, unglaublich, aber wir haben doch auch immer diese Geschichte mit, warum Frauen nicht einpacken können, ne? Die ganzen Ratgeberbücher und so, und was sie alles nicht können. Und ja, eben, also hirnphysiologisch ist es nicht. Nein, ich kann dann noch was sagen, was es ist, vielleicht in einer nächsten Runde, aber hier, also von der Substanz her quasi ist es nicht so. Ja, völlig recht. Und da hat sie aber eine klare Stellung auch dazu bezogen, nicht? Und konnte sich auch auf ihre Forschungen beziehen. Das ist sozusagen auch das Spannende damals schon gewesen. Genau. Ja. Also es ist völlig klar,
dass Cecil Vogt auch medizinhistorisch einiges geprägt hat. Lieber Herr Professor Cechsi, das ist Ihr Schwerpunktgebiet und Hirnforschung in den 20er und 30er Jahren. Ja, da gibt es ja immer, die ist ja ein bisschen auch in den Anruf gekommen, natürlich dass das ganze Thema der Nationalsozialisten. Und das Kaiser-Wilhelm-Institut war da natürlich auch im Fokus und Sie beschäftigen sich jetzt sehr mit dieser Aufarbeitung. Wie sehen Sie oder wie schaut es im Moment aus wirklich mit der Familie Vogt? Im Buch kommt ja ganz klar heraus oder wird auch ganz klar geschrieben, dass Sie an und für sich sich sehr, sehr klar distanziert haben von den Nationalsozialisten. Wie sehen Sie das jetzt aus rein medizinhistorischer Sicht? Ja, zunächst auch von mir einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr über diese Einladung. Ich freue mich auch über die Frage, die sozusagen sehr direkt ein Gebiet meines Interesses trifft. Zunächst würde ich sagen, die Hirnforschung in den 30er Jahren betrifft es nicht unmittelbar. Worum es eigentlich geht jetzt im größeren Zusammenhang, ist, dass in den 40er Jahren, also ab ziemlich genau ab 1940, im nationalsozialistischen Deutschland eine massive Kampagne zur Tötung von Patienten, Patientinnen in der Psychiatrie einsetzt. Das ist heute auch noch unter dem eigentlichen Euphemismus der Euthanasie bekannt. Und es betrifft zunächst einmal die Anstaltspsychiatrie, damit verbunden auch die klinische Psychiatrie, die Universitätskliniken, aber ist sozusagen in zweiter Linie. Und die Hirnforschung kommt hier ins Spiel als teilweise opportunistische, mehr oder weniger direkt Beteiligte, die sich vor allem um das Forschungsmaterial, das heißt um die Gehirne dieser Patienten und Patientinnen bemühen. Und hier ist das Hirnforschungsinstitut in Berlin Buch, das also von den Vogts zunächst als privates Institut gegründet wird, dann nach vielen, vielen Mühen, wie man in dem Buch sehr schön nachvollziehen kann, letztlich sozusagen in ein damals Kaiser-Wilhelm-Institut übergeführt wird. Dann ist wirklich dieser triumphale Moment, wo das man kann das ohne Einschränkung sagen, das größte und wichtigste Hirnforschungsinstitut weltweit dasteht. Und dann wird es im Grunde innerhalb von wenigen Jahren bis 1937 aus der Hand genommen. Also die werden hinausgedrängt und das ist zeitlich sehr klar, eigentlich 3-4 Jahre, bevor diese Phase der Patiententötungen und des Sammelns von Gehirnen in diesem Zusammenhang einsetzt. Das betrifft also eigentlich die Nachfolger, Hugo Spatz als Direktor und insbesondere Julius Hallervorden, der die neuropathologische Abteilung übernimmt. Und es betrifft auch weniger die Hirnanatomie, die das Hauptinteresse war von den Vogts, nicht nur, aber hauptsächlich, sondern eher die Neuropathologie. Weil für Hirnanatomie genügt man sozusagen jedes dahergelaufene Gehirn, wenn man das so sagen darf. Als Neuropathologe oder auch Neuropathologin interessieren mich spezielle Gehirne und da gibt es auch sehr seltene Fälle, auf die man, und so wird auch darüber gesprochen, sozusagen seltene Fische, die einem ins Netz gehen und so weiter. Das ist eine richtige Sammlerleidenschaft und da werden Tausende von diesen Gehirnen gesammelt und entsprechend aufbereitet. Und das ergibt auch Sammlungen, die über Jahrzehnte nach 1945 aufbewahrt werden, noch weiter beforscht werden, weil das eigentlich ein tatsächliches Kapital für die Forschung darstellt. Das heißt jetzt die ganz konkrete Frage, wie weit betrifft es noch die Vogts? Also die beginnen ja sozusagen noch einmal von ganz von vorne, aber sie gründen ein neues Institut wieder mit privatem Kapital, eher abgeschieden von Berlin. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass da besonders herzliche Beziehungen bestanden zu den Leuten, die sie eigentlich hinausgemobbt haben, kann man sagen. Es gibt da einige wenige Dokumente, die nahelegen, dass es da noch sowas wie ein Abkommen gegeben haben soll, was den Austausch oder die Abgabe von Hirnschnitten aus Berlin betrifft, aber das ist eigentlich, Sie beschreiben das sehr überzeugend auch, das ist sozusagen die Gütertrennung 1937. Also das Projekt, das Sie auch angesprochen haben, also die Max-Planck-Gesellschaft ist heute noch in der Position, dass sie sich mit dieser Sache beschäftigen muss. Es wurden sehr viele von diesen Präparaten 1990 in einer ziemlich überhasteten Aktion dann in München bestattet, aber es gibt immer noch solche Bestände, die immer wieder auftauchen, auch im Archiv da in Berlin, Berlin-Dahlem, sie waren ja sicher auch dort. Und daher ist es sozusagen eine, ja, wirklich mittlerweile schon sehr langfristige Geschichte und ein langfristiges Problem für die Max-Planck-Gesellschaft. Die Frage, ob die Vogts auf anderem Weg da in irgendeiner Weise
an Hirnschnitte gekommen sind. Also ganz ausschließen kann man es auch nicht. Aber es gibt jetzt nichts, was den Schluss nahelegt, so würde ich mal sagen. Ich glaube, wenn ich angehen kann, es gibt ja zwei interessante Facetten. Also ich glaube, aus allem, was man kennt und was ich jetzt auch noch recherchiert habe, und ich habe zum Teil ja Dokumente jetzt aufgearbeitet, die noch gar nicht verwendet waren und noch gar nicht aufgearbeitet waren, ist klar, die Vogts waren Gegner der Nationalsozialisten, vollkommen klar, haben sich da auch recht weit hinausgelehnt und hatten einfach recht viel Protektorat, ja, warum ihnen relativ wenig passiert ist. Aber es gibt also zwei Dinge, die man eigentlich in der Nachwelt immer wieder ihnen vorgeworfen hat. Das eine ist sozusagen der Verdacht, sie könnten mit Gehirnen gearbeitet haben, die aus der, eben, was Sie beschrieben haben, aus Patientenmorden kamen. Und das andere, dass sie sozusagen zu den Eugenikern, zu quasi diesen linken Eugenikern gehört hätten, die sozusagen den Weg bereitet hätten für so Gedanken wie unter Anführungszeichen Euthanasie. Ich glaube, beides ist sehr gut widerlegbar. Also auch die Frage, ob sie aus Berlin, also das mit den Hirnschnitten, vielleicht muss man das sehr einfach auch noch mal so vor Augen halten, das war ja auch deshalb so wichtig, weil man ja nicht reinschauen konnte in die Hirne. Ne? Also die moderne Bildgebung, die es heute ermöglicht, viele Dinge am lebenden Hirn zu studieren. Das war alles nicht möglich. Darum war es so wichtig, sozusagen Gehirne von Toten untersuchen zu können. Das hat man aufgeschnitten. Es gibt diese unglaublichen Maschinen. Es sind ein paar Fotos auch im Buch, wie die ausgeschaut haben, aus denen man diese Schnitte macht und so. Also das nur in Klammer. Darum war das so wichtig, mit Hirnen arbeiten zu können. Aber ich glaube, das waren so die zwei Dinge. Das eine ist, also mir scheint aus dem Briefwechseln und so, das gibt, sehr klar, bei diesen Hirnen, die sie aus Berlin hatten, ging es um die sie bis zum Zeitpunkt ihres Abgangs gesammelt haben. Sie hatten eine enorm große Sammlung, auch Promi-Hirne, gab es eine eigene Abteilung und also gibt es schräge Anekdoten, die auch im Buch beschrieben sind. Und die zweite Frage war eben, dass man sagt, also jemand, der so Dinge sagt wie Höherzüchtung des Gehirns oder solche Begriffe verwendet, das ist so schockierend, das ist ja quasi, sind ja quasi Wegbereiter der Nazis. Ne? Und ich glaube auch dieser zweite Punkt, aber da wissen Sie natürlich auch viel drüber, weil so Debatten gab es ja auch in Österreich, ist eigentlich auch sehr klar von der Hand zu weisen, das ist keine Kontinuität. Aber das überlasse ich gern Ihnen, das zu argumentieren. Also da kommen wir jedenfalls in ein Fahrwasser, das ein bisschen weniger eindeutig zu beantworten ist. Also ob sozusagen Präparate ihren Weg in die Sammlungen gefunden haben, es kann sein, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann, weil die Quellen nicht vorhanden sind, aber es ist zumindest der Sachverhalt, der sich prinzipiell eindeutig beantworten lässt. Ob jetzt eugenische Ideen, und die finden wir eindeutig in einigen der Publikationen der Vogts, also die hatten eine große Freude an Elitengehirnen eben, sie waren klar der Meinung, es sollten mehr kluge Leute wie wir sich zusammentun und kluge Kinder wie wir in die Welt setzen. Also so ein bisschen salopp formuliert. Also es steht und fällt diese Hypothese, wie weit man das als Weg, was man unter Wegbereiter versteht. Es gibt ja in Wien ein ganz analoges Beispiel, wenn man so will, der Julius Tandler, also dieses ganze Milieu der Eugeniker, Eugenikerinnen, die also nicht auf den Nationalsozialismus zu reduzieren sind und auch nicht auf die extreme Rechte und nicht auf diese deutschnational-rechtsextreme Rassenhygiene. Gleichzeitig hat es natürlich gewisse, diskursive, um das jetzt sozusagen zu sehr komplizieren zu wollen, gewisse Grundannahmen teilt man. Also dass es sowas wie eine Höherentwicklung gibt, dass Menschen unterschiedlich wertvoll sind, dass es dafür eine biologische Grundlage gibt und dass man beeinflussen kann, dass sozusagen wertvollere Kinder auf die Welt kommen im Gegensatz zu weniger wertvollen. All das führt nicht zwangsläufig in den Nationalsozialismus, aber es gibt eine gewisse Überlappung an solchen ideologischen Grundannahmen, das würde ich schon sehen. Also zu sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, das ist ein großes Missverständnis, so weit würde ich nicht gehen, aber es wäre natürlich völlig verfehlt, da jetzt sozusagen eine direkte Kontinuität zu ziehen. Also auch bei Tandler, der ja dann aus dem Amt gejagt worden ist und als Jude auch im Exil dann verstorben ist, ist das ja auch eine ungeheuerliche, das wäre einfach ungehörig auch.
Und ich würde sogar so weit gehen, ich bin Journalistin, ich muss nicht ganz so sozusagen auf die Wissenschaftlichkeit aufpassen wie Sie. Ich würde so weit gehen und sagen, den Vorwurf hat man zum Teil ganz bewusst konstruiert, um von anderen Dingen abzulenken nach dem Zweiten Weltkrieg. Also in Deutschland, Sie haben es erwähnt, Spatz, also war sozusagen in der Täterschaft. Und da gab es aber überhaupt kein Problem, dass er dann weiterhin nach 1945 in führenden Positionen in der Max-Planck-Gesellschaft an Kliniken tätig war. Und die Vogts hat man nicht zurückgeholt oder auch nicht besonders gewürdigt. Den Tandler, also wenn aus der FPÖ, um mich jetzt ein bisschen rauszulehnen, der Vorwurf kommt, der Tandler wäre ein Wegbereiter des Nationalsozialismus gewesen, wie sehr da gibt es ja Aussagen dieser Art, dann denke ich mir, das ist auch eine perfide Ablenkung von ganz anderen Kontinuitäten. Und dann will man es vielleicht auch benutzen, solche Vorwürfe, um andere reinzuwaschen. Also sozusagen um die Kontinuität tatsächlich von Tätern, die nach 1945 weiter tätig waren. Da gibt es auch in Österreich viele Beispiele, Sie haben ja auch zu einigen davon viel gearbeitet. Also da scheint mir doch das auch als bewusst verwendet worden zu sein, um von anderen Dingen abzulenken. Das kann absolut sein und man muss auf jeden Fall diese Verhältnisse im Blick behalten. Also eben Julius Hallervorden hat tatsächlich, wir wissen es nicht ganz genau, aber in ziemlicher Nähe der Gaskammern die Leichen seziert und die Gehirne entnommen. Also das ist nicht nur die Frage, ob es da irgendeine gewisse Gemeinsamkeiten, gewissen Ideen geben kann, sondern der war einfach direkt involviert, um diese Gehirne zu ernten. Innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, also damals Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wenn man nach München geht, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Psychiatrie oder die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, das Gegenstück zum Berliner Hirnforschungsinstitut mit Ernst Rüdin, der war sozusagen der wichtigste Politikberater in diesem Feld der Rassenhygiene im Nationalsozialismus. Also hier haben wir es wirklich mit Tätern zu tun und es ist absolut notwendig und angezeigt, eine klare kategoriale Unterscheidung zu treffen. Also ganz klar. Ja, und die konnten alle problemlos weiterarbeiten, ne, nach 45. Nicht ganz problemlos, aber... Aber nach sehr kurzer Pause. Das Hirnforschungsinstitut war in den Händen der gleichen Leute, die die Vogts hinausgedrängt haben. Ja. Und dürfen wir eigentlich davon ausgehen, dass wenn Sie dann Ihren Bericht vorlegen, also ich glaube, Ihr Projekt geht ja noch bis nächstes Jahr oder noch 2 Jahre oder so, ja, dass Sie das dann relativ klarstellen auch, um auch diese Täterschaften dann klar zu Papier zu bringen? Oder ist ja, wir werden so klar und deutlich das aussprechen, wie es mir irgendwie geht und wie es die Quellen erlauben. Ja. Wir haben ein Corona-Jahr sozusagen noch dazu bekommen bis 2024, weil wir tatsächlich jetzt fast 2 Jahre von der Archivarbeit abgeschnitten waren. Aber ja, also natürlich, das ist das Ziel. Ich meine, es ist spät, aber doch, und ich finde es toll, dass es das immerhin jetzt passiert. Das muss man schon auch sagen. Ja. Es geht ja nicht nur um die Täterschaft bis 1945, sondern auch um die Politik der Max-Planck-Gesellschaft bis vor ganz kurzem. Also sie haben uns eigentlich die Archive geöffnet bis in die jüngste Gegenwart. Ja. Eine Frage hätte ich jetzt noch, beziehungsweise eine Geschichte, die immer wieder vorkommt, gerade wenn es um das Thema Promi-Gehirne geht. Ich muss es jetzt einfach sagen, es geht immer wieder um Lenins Hirn. Es kommt natürlich auch im Buch vor. Und ich weiß nicht, ob es alle wissen, es gab einmal vor etlichen Jahren einen Roman, der hieß Lenins Hirn. Und da kam Oskar Vogt natürlich vor, beziehungsweise Oskar Vogt war das Vorbild, das Role Model sozusagen für dieses Buch auch. Ja. Und es ist, glaube ich, nicht ganz bewiesen, wirklich, wie die Geschichte mit Lenins Hirn so wirklich war, oder? Zumindest ein paar Facetten davon sind, glaube ich, nicht ganz bewiesen. Also, dass Lenin gestorben ist, wissen wir. So viel ist etabliert. Dass er gestorben ist, dass er jetzt tot ist, wissen wir. Nein, Scherz beiseite, ja. Und dass tatsächlich die Vogts, also es wird immer nur von Oskar geredet, dass er gerufen worden sei, um das Hirn zu untersuchen. Tatsächlich ist zwar der Oskar dann hingefahren, aber Cecil musste dann gleich nachkommen. Weil er hat auch festgestellt, es gibt überhaupt keine Ausstattung und keine Gerätschaften, um das alles zu tun. Also ist Cecil dann mit Mitarbeiterinnen gleich nachgereist, mit den großen Hirnschnittmaschinen und allem, was man halt gebraucht hat, um diese Hirnschnitte zu machen.
die beiden haben dann, also Oskar war mehr in Moskau, Cecile hat sich dann mehr um Berlin gekümmert, aber die beiden haben das dann auch untersucht. Es gibt dann viel zitierten Bericht von Oskar Vogt, wo er also so den Begriff des Assoziationsathleten über Lenin verwendet, also wo er sagt, er hat da bestimmte Dinge gefunden in der Hirnrinde, die darauf hinweisen, dass der eben so ein besonders kluger und besonders intellektuell fähiger war. Das ist sicher was, was man aus heutiger Sicht vermutlich mal wissenschaftlich in Frage stellen würde, ob man das in einer Hirnrinde sehen kann. Aber das war vielleicht auch so ein bisschen opportunistisch, um halt den Auftraggebern einen Gefallen zu tun. Aber was tatsächlich, also worüber ja auch dieser Roman spekuliert und was bis heute eigentlich nicht wirklich klar ist, ist, wo alle Schnitte gelandet sind. Also offiziell sind alle Schnitte in Moskau nach wie vor und das gesamte Lenin-Hirn ist sozusagen gesammelt in Moskau. Es gibt aber viele Hinweise, und das habe ich auch in einigen Quellen gefunden, dass die doch in Deutschland ein paar von den Schnitten dann sich, also dass sie ein paar mitgenommen haben nach Deutschland und sich behalten haben und dass irgendwo in dieser riesigen Hirnsammlung, die es ja noch gibt und die zum Teil in Berlin, aber zum Großteil in Düsseldorf heute liegt, dass da irgendwo ein paar Schnitte sind, auf denen was anders draufsteht, aber tatsächlich sind es Schnitte vom Lenin. Wir werden es, glaube ich, nie erfahren, aber es ist eine der vielen spannenden Geschichten. Und ich denke, das fand ich auch so faszinierend und ich hoffe, ich kann es ein bisschen weiter vermitteln. Wir haben jetzt über sehr ernste und sehr Themen geredet, aber es gibt auch so viele nette Facetten einfach, wie haben die gelebt, ja, und also wie hat Cecile Vogt es hingekriegt, 3 Töchter zu haben und trotzdem ständig im Labor zu sein oder Therapien zu machen, sie war ja auch therapeutisch tätig, wie hat sie das geschafft, wie hat sie auch mitgedacht, man hat in Berlin Buch, das ist so, wer Berlin kennt, weiß vielleicht, das ist ziemlich außerhalb und damals war es natürlich noch mehr quasi Peripherie. Da hat man so eine Art Campus gegründet, damit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort wohnen können und nicht immer so weit pendeln müssen. Und damit die Frauen entlastet sind und nicht so neben der Laborarbeit nicht so viel Hausarbeit hat, hat man ihnen irgendwie einen Einkaufsdienst organisiert. Die mussten nicht am Markt gehen, das hat jemand für sie gemacht. Oder die Putzfrauen vom Institut sind auch in die Privatwohnungen gegangen, um die Frauen zu entlasten. Das hat sie natürlich die Cecile ausgedacht, weil sie wusste, wie wichtig das ist, Entlastung zu haben. Und da schreiben ja dann in den 50er Jahren noch ehemalige Mitarbeiterinnen Briefe, wo sie sagen, wie toll sie sich sozusagen um alle gekümmert hat, weil sie halt gewusst hat, was man tun muss, um Frauen zu unterstützen. Also da gibt es so viele Facetten dieser Art, die einfach wirklich faszinierend sind. Also neben der Anekdote um Lenins Hirn, wo ich dir zustimme, das ist ein besonders spannend auch, ja. Also das Thema, sind wir jetzt wieder beim Thema Frauenkarrieren in der Wissenschaft. Ja? Ich meine, wie wir auch gehört haben, Cecile Vogt hat schon auch einiges, sie hat viel erreicht, sie war eine tolle Forscherin, aber sie hat natürlich auch einen Preis bezahlt, um dieses Leben führen zu können. Ich nehme an, das wird ja heute noch genauso sein. Ja, vielleicht darf ich vorher noch kurz was ergänzen. Das wirklich Spannende eigentlich auch an wahrscheinlich beiden, aber das hat sie auch sehr betrieben, nämlich jetzt für die Forschung, was sozusagen auch eine Basis für moderne Forschung ist, ist nicht nur ihre jetzt inhaltlichen Untersuchungen, sondern sie waren extrem gut vernetzt, auch international, was damals nicht ganz so leicht war, wie es heute ist. Und sie haben interdisziplinär gearbeitet oder multidisziplinär eigentlich, was heutzutage ein absolutes Muss ist, aber auch nicht üblich war in einer Zeit, wo sich eigentlich alle Disziplinen begonnen haben, ganz stark voneinander abzugrenzen. Nicht? Da hat sich dann die Psychiatrie von der Neurologie getrennt und so. Und sie haben ein bisschen sowas gemacht, was man heute translationale Forschung nennt. Ja, sie haben versucht, sehr eng zu verquicken, eigentlich die Klinik mit der Forschung. Ja, also die haben ja selber behandelt auch beide, sie, obwohl sie, glaube ich, gar nicht durfte oder gar nicht noch zugelassen war. Aber sie haben versucht, da einen Konnex, also sie haben eigentlich hochmoderne Methoden bereits angewandt und auch das, was Birgit vorher gesagt hat, nicht, dass sie so versucht hat, genau für die Frauen eigentlich Unterstützung zu bieten, ist eigentlich damals mit all diesen Diskussionen
die es eben rundherum über die Fähigkeiten von Frauen gegeben hat, ist eigentlich ein sehr, sehr moderner Ansatz. Ja? Und weil Sie das eben sagen, gerade diese Fragen, das war jetzt eigentlich die Frage, glaube ich, an mich, wie prekär ist es heute für Forscherinnen nicht? Die Diskussionen, natürlich geht es zum einen um dieses Thema der Vereinbarkeit ganz wesentlich, ja, das auch Cecil Vogt schon eben im Auge gehabt hat. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist nicht das einzige Thema, sondern es geht eben vielmehr eher darum, wenn man sich eben die Zahlen anschaut, wie ich es vorher genannt habe, da gibt es diese Leaky Pipeline, ja, also mehr als die Hälfte der Studierenden sind Frauen und je höher es hinaufgeht, desto dünner wird die Luft und desto weniger Frauen haben wir. Und es geht dann eher so um die Frage, wie passiert das, auf welche Weise passiert das? Ja? Und wie gesagt, die Methoden sind die meisten nicht mehr ganz so plump wie beim Herrn Möbius, ein bisschen subtiler. Und dann geht es also immer, auch im Zusammenhang mit den Quoten, ja, geht es immer um die Diskussion, naja, wir sind ja auf Qualität und Qualifikation. Natürlich geht es bei uns nur darum, was natürlich ein bisschen implizit schon auch heißt, naja, die sind halt einfach nicht so gut oder nicht so gut ausgebildet. Das klingt nur ein bisschen eleganter. Aber das, was tatsächlich im Fokus steht und worüber es sehr viel Forschung gibt, ist die Frage, wie vorurteilsbehaftet zum Beispiel bei Bewerbungen, eben mit Bewerbungen von Frauen umgegangen wird. Sie wissen, bei den Philharmonikern wird hinter einem Vorhang gespielt. In der Wissenschaft könnte man zum Beispiel die Vornamen, nur die Initialen nehmen oder Ähnliches. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Und wenn man das so machen würde, dann ist es tatsächlich so, dass wesentlich mehr Frauen eine Top-Position oder eine Professur bekommen würden. Das hat auch einen Namen, dieses Phänomen, das heißt Stereotype Threat. Also der Schrecken sozusagen vor den Vorurteilen, dass man nämlich quasi, wenn wir jetzt von dem Vorurteil ausgehen, Frauen sind schlecht in Mathematik, dann weiß das so quasi jede Frau und das beeinflusst dann auch das Verhalten im Sinn, dass bei Tests schlechter abgeschnitten wird, aber dass man zum Beispiel auch vermeidet, Berufe zu ergreifen, die mit Mathematik oder Technik zu tun haben. Und das ist ein ganz fieser Mechanismus eigentlich, ja, der natürlich sehr schwer auch zu durchbrechen ist, aber wo es tatsächlich um einen Kulturwandel am Ende gehen muss in der Wissenschaft, wenn wir wollen, dass mehr von diesen tollen Frauen, wie sie auch die Cecil Vogt war, letztlich die Möglichkeit haben, was beizutragen. Da geht es ja darum, dass wir auch unseren Fortschritt gestalten müssen. Ja, das ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern da geht es ja darum, dass Potenzial verloren geht, wenn wir diese Frauen nicht aufnehmen können in die Wissenschaftscommunity. Und da gibt es extrem hohen Nachholbedarf und es ist erst jetzt, Anfang März, ein Forschungs- und Technologiebericht veröffentlicht worden, aus dem hervorgeht, dass in den letzten 2 Jahren, übrigens auch die Pandemie hat sich da sehr negativ ausgewirkt auf die Tätigkeit von Forscherinnen und auf die Produktivität, aber auch in diesem Bericht ist ganz eindeutig abzulesen, dass es mit der Gleichbehandlung und Gleichberechtigung von Forscherinnen in Österreich in bestimmten Instituten, Boltzmann zum Beispiel und Ähnlichem, tatsächlich eine Verschlechterung gegeben hat. Also die Zeiten sind nicht rosig und ich glaube, dass man sich sehr genau mit diesen Fragestellungen eigentlich auch beschäftigen muss. Und daher ist auch dieses Buch gut. Ja? Auch das kann ein Beitrag zu diesem Thema sein. Vielen Dank. Ja, zum Buch. Ich kann Ihnen nur empfehlen, selber lesen. Es stehen viele, viele spannende Dinge drinnen. Ich glaube, wir konnten heute einen kleinen Eindruck bei Ihnen erwecken, hoffe ich, einen positiven Eindruck. Vielleicht sollte man noch eines sagen, was mir vielleicht noch gar nicht gefallen ist. Die Vogts beide waren 13 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und wenn ich mich richtig erinnere, Cecil Vogt war die erste Frau, die eine Nobelpreis-Nominierung geschafft hat. Das muss man, also ist auch
sehr beachtenswert, muss man sagen. Na, ja. Zeigt so ein bisschen das Niveau, auf dem sie sich bewegt haben. Ne? Also was man dann nach dem, da gibt es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es ja dann zum Teil Korrespondenz zwischen der Nachfolgegesellschaft, eben, wo man sie so als ein bisschen Spinner und so irgendwie eigentlich vernadert. Also auch nachher. Ja. Aber man muss mal sehen, auf welchem Niveau sie sich eigentlich bewegt haben. Und sie sind nominiert worden von großen Kalibern. Ja. Also ich würde gerne nur zur Karin noch eins sozusagen ergänzen. Wie du gesagt hast, vielleicht kriegt man den Bogen hin, wenn man historische Figuren anschaut zu den heutigen Problemen. Ich würde es wirklich schön finden, es gibt Marie Curie-Preise und es gibt Lise-Meitner-Preise, die eben speziell Frauen in ihren jeweiligen Fächern fördern. Also, und ich fände es wirklich toll, wenn vielleicht irgendeine wissenschaftliche oder neurologische Vereinigung, auf welcher Ebene immer, sich vielleicht einmal finden könnte, einen Cecil-Vogt-Preis einzurichten, um speziell Frauen zu fördern, die Hirnforschung betreiben. Das finde ich eigentlich den tollsten Bogen sozusagen von der historischen Figur zur modernen Förderung. Vielleicht das ist eine tolle Idee. Kriegen wir das hin. Vielleicht kriegen wir das hin mit vereinten Kräften. Ja, aber ich glaube, du hast mit dem Buch viel dazu beigetragen, dass der Name Cecil Vogt wieder bekannt wird, dass viele Menschen hoffentlich das Buch lesen, einiges lernen, vielleicht für sich selber auch Schlüsse daraus ziehen können. Wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema, wie ist was historisch passiert, warum ist es passiert, was sagt uns das über die Position der Frauen in der Forschung heute? Wie gesagt, liebe Damen und Herren, ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie uns geholfen haben heute, dass Sie uns so unterstützt haben. Ich bedanke mich nochmal bei dir, liebe Birgit, für das tolle Buch. Ja, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.